Ich hoffe, ihr hattet ein paar tolle Weihnachtstage und die Zeit sinnvoll und genussvoll verbringen können. Das würde ich mir wünschen und dass ihr euch ein wenig erholt habt. Denn die Rallye, der starke Anstieg, der geht weiter. Also wir sehen, der Markt ist durchaus nach oben aktuell unterwegs. Wir sehen ein Gap, was wir heute hatten, der Dow Jones Index hier, 15-Minuten-Chart, da unten rechts. Wir sehen schon mal einen deutlichen Sprung nach oben von Schlusskurs ungefähr 30.200. Jetzt sind wir schon zum aktuellen Stand hier knapp an der 30.400er Marke. Da sind wir schon fast dran vorbeigeschrammt. Also wir sehen, der Markt weiterhin eigentlich eher positiv. Und das, obwohl der Markt so richtig den Vortrieb nicht mehr hat, wenn wir das hier im Stundenchart gucken, das ist der Index jetzt wohlgemerkt. Und das, obwohl doch das immer wieder angesprochen wird, das Volumen, das nimmt doch ab jetzt hier zwischen den Tagen und kurz vor Weihnachten. Und deshalb ist das alles eh nicht so sicher. Ich habe mal nachgeguckt und habe mir das mal anzeigen lassen hier. Und dann sehen wir hier mal so das Volumen des Marktes und die Peaks, die wir hier haben, die sind sicherlich Sondereffekte, jetzt natürlich auch verfallstagsbedingt beispielsweise. Das ist immer so ein Klassiker, dass um solche Tage natürlich da mehr gehandelt wird. Vielleicht jetzt auch nochmal zum Wochenschluss. Wir dürfen nicht vergessen, der 24., der war natürlich sowieso nur so ein kleiner halber Tag. Also insofern, der zählt nicht ganz. Aber wenn wir mal schauen, was so vorher, das ist ungefähr das durchschnittliche Volumen, wenn wir mal diese extremeren Werte da mal rauslassen, das durchschnittliche Volumen, was wir vor Weihnachten, in der Vorweihnachtszeit hatten, das deckt sich ja auch so mit dem klassischen, was wir hier so haben. Also das ist in etwa das, was wir hier da bekommen und wir sehen, so richtig groß abweichend ist das nicht. 23. war jetzt etwas weniger. Jetzt werden wir mal gucken müssen, was die nächsten Tage passiert. Aber viele gehen eben davon aus, dass zu dieser Zeit diese Kursentwicklungen einfach sehr viel heftiger sein können. Also das kann durchaus lukrativ sein, aber eben auch sehr viel unbestimmbarer sind. Wir können von unserer Seite, aus der praktischen Seite durchaus sagen, dass wir so genau in dieser Zeit jetzt hier um Weihnachten, ein, zwei Tage vorher, ein paar Tage nachher, eigentlich eine unterdurchschnittliche Performance haben. Also die Signalqualität nimmt doch ein wenig ab. Also wir haben dann doch etwas mehr damit zu kämpfen, dass dann auch genau das eintritt, was typischerweise der Fall ist. Trotzdem, auf den ersten Blick sieht das natürlich genauso aus. Und es ist also nicht generell so, dass es komplett jetzt eine andere Welt ist. Wir müssen allerdings auch mal mit heftigeren Bewegungen eben rechnen, weil der Markt gegebenenfalls eben auch mit anderen Playern jetzt zu tun hat. Viele Institutionelle jetzt dann eben sagen, da mache ich jetzt mal etwas weniger und dafür dann vielleicht dann eher die Privaten dann sagen, oh cool, ich habe mal ein paar Tage Zeit, dann mache ich halt das mal. Das kann da eine gewisse Auswirkung eben haben. Also insofern müssen wir das Ganze ein bisschen vorsichtig betrachten. Ansonsten, man kann eigentlich gar nicht so richtig viel sagen. Im Moment noch übergeordnet klar die Aufwärtsrichtung und auch das, was wir bisher hier auf der Abwärtsseite jetzt ganz frisch jetzt hier haben seit heute, das ist eigentlich auch noch nicht geeignet, jetzt wirklich den Bärenmarkt jetzt hier zu bestimmen. Das würde sich auf jeden Fall ändern, wenn der Markt eine Seite jetzt mal in die Schärfe gehen würde, also das Ganze beschleunigt und dann wohlgemerkt auch wieder etwas wackelig nach oben, so ähnlich wie wir das hier jetzt in diesem Bereich haben. Umgekehrt kann man allerdings wieder sagen, das funktioniert doch in beide Richtungen. Jawohl, völlig zu Recht, die Abwärtsseite. Wenn er jetzt das hier nach oben rausnimmt, hätte man sogar noch mal die Möglichkeit für einen Zwischenlong. Alles mit ein bisschen mehr Vorsicht zu genießen aktuell. Ich muss es so sagen, ich kann da immer wieder nur darauf hinweisen. Wir haben das über viele, viele Jahre erfahren, wo wir dann gesagt haben, haha, es ist zu Weihnachten doch ein klein bisschen anders. Zumindest mal ein bisschen schneller mal die Richtungswechsel, was viele lockt, aber leider häufig dann eben auch bestraft wird. Deshalb das als kleine Mahnung, jetzt da nicht zu sagen, klasse, in den 2 Tagen, da mache ich jetzt mein Vermögen. Ich versuche das jetzt mal hier alles auf eine Karte zu setzen. Ich habe das wochenlang vorher geübt. Vorsichtig, der aktuelle Markt ist ein klein bisschen anders, zumindest mal ein bisschen nervöser, würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen. Was machen die Rohstoffe? Wir können mal kurz auf Gold gucken. Gold jetzt aktuell im Moment zumindest mal mit einem Eyecatcher, wie wir das immer sagen, eine scharfe Schubbewegung nach oben, wackelig nach unten, würde uns vermuten lassen, dass die Aufwärtsrichtung wohl doch nochmal die sinnvolle ist, dass sich das Ganze nochmal fortsetzt. Wir haben Beispiel hier vorne, das ist jetzt nicht ganz
so eine einfache Geschichte, deshalb ist das eigentlich ein hervorragendes Beispiel, um die Komplexität mal zu zeigen. Wir haben hier die Aufwärtsbewegung und dann ging es hier runter und da wird manche einer schon gesagt haben, haha, da kommt doch jetzt das. Und er oder sie ist total enttäuscht, weil der Markt ist zwar erstmal in die richtige Richtung und ist man hier irgendwie ausgestoppt worden. Und anschließend ging der Markt erst hier. Das ist das, was ich immer wieder sage. Wir haben zwei Varianten. Eine scharfe Korrektur, die geht relativ zügig in eine Richtung. Ja, wir sehen, dass der ursprüngliche Hochpunkt und der spätere eben voneinander abweichen. Scharfe Korrektur eben. Und dann gibt es die Seitwärtskorrekturen. Und wenn wir uns das angucken, das ist auf jeden Fall hier dreiwellig auch nochmal. Und ich vermute mal, dass das hier die insgesamtige Korrektursituation ist und anschließend erst dieses Bild sich wieder nach hinten fortgesetzt hat. Das heißt, unter Umständen müssen wir damit rechnen, dass wir sogar zweimal versuchen müssen oder gegebenenfalls mehrmals versuchen müssen, diese Richtung aufzunehmen. Das heißt, wenn es das erste Mal läuft, super, dann ist hervorragend. Wenn es nicht beim ersten Mal läuft, gegebenenfalls den zweiten oder dritten Versuch dann mitzunehmen. Das ist übrigens etwas, was genauso im großen Bild natürlich läuft. Also wenn wir uns das hier angucken beispielsweise und dann hier nochmal eine Fortsetzung. Also im ganz großen Bild, aber hier natürlich auch im Kleinen und vielleicht ja auch heute Nachmittag, wenn der Kurs hier sowas in der Richtung nochmal bietet, dann da eben nochmal die Fortsetzung nach oben, dann eben einfach nach der Fasson, das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal zu erwarten. Ihr seht, es kann sogar dann noch ein bisschen weitergehen ohne weiteres. So, also das mal als ein paar Anregungen, als ein paar Gedanken zwischen den Jahren. Wir haben jetzt ja ein wenig Zeit, vielleicht uns mal mehr um die Märkte zu kümmern. Wer mag, guckt da drauf, sucht eben solche Verhaltensmuster, rechnet allerdings damit, dass mal ein schneller Richtungswechsel eben passieren kann. Bitte seid da nicht überrascht, sondern platziert ganz bewusst jetzt dann eure entsprechenden Stop-Marken, damit ihr nicht darunter leiden müsst. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis morgen.